Hallo und herzlich willkommen zu meinem Februarbudget. Lass uns das gemeinsam planen. So sieht meine Gestaltung aus. Ich finde, die ist richtig schön geworden. Starten wir direkt mal mit meinen Zahlen. Kommen wir erstmal zum Unterhalt. Der ist ja jetzt um 30 € hochgegangen, da ja das Kindergeld gestiegen ist und ich das Kindergeld direkt von meinen Eltern weitergegeben bekomme. Und da ich die Kindergeldzahlung immer aus dem letzten Monat verwende, ist es jetzt der erste Monat, wo für mich das Kindergeld sozusagen angestiegen ist. Das heißt, insgesamt mit dem Unterhalt meiner Eltern bin ich dann bei 946 €, für die ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Diesen Monat habe ich eine Gehaltsnachzahlung von letzten Monat bekommen. Da war das ja ein bisschen weniger. Ich bin ja angestellt auf 520 € Basis normalerweise und deswegen war das jetzt diesen Monat ein bisschen mehr, worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Und zwar sind das 794 € gewesen. Ich lasse die Centbeträge einfach immer auf meinem Konto, also ich runde das einfach ab oder auf, je nachdem. 794 plus 946 sind 1740 Euro, die wir an Budget haben. Letzten Monat hatten wir 1290, was auf jeden Fall echt ein großer Unterschied ist. Und ich werde diesen Monat auf jeden Fall mehr investieren, meinen Notgroschen auffüllen und auch die Sinking Funds. Also starten wir direkt mal mit den Fixkosten. Das ziehe ich immer als erstes ab. Und zwar habe ich da eine Miete von 300 €. Mein Strom teile ich mit meinem Freund, kostet 24 €. Da haben wir den Stromvertrag abgeschlossen über so ein Vergleichsportal, das kennt bestimmt jeder. Und den Bonus, den wir da bekommen haben, haben wir dann auf den Monat runtergerechnet, sodass wir dann eigentlich zahlen wir einen höheren Abschlag, ich glaube 30 € ungefähr. Und durch den Bonus sind es halt dann nur monatlich 24 €, da wir den Bonus auf unserem Verrechnungskonto gelassen haben, anstatt den selber zu verwenden. Bei der GEZ 9 € für meinen Anteil, das ist ein bisschen abgerundet, denn die Hausrat ist ein bisschen aufgerundet, 2 € für meinen Anteil. Das fließt alles aufs Gemeinschaftskonto, genauso wie das Internet. Und noch irgendwas? Nee, das fließt alles aufs Gemeinschaftskonto, das sind dann insgesamt 350 €, die von mir und von meinem Freund drauf fließen. Dann kommen wir weiter zu meinem eigenen Handyvertrag, der kostet 15 €. Spotify kostet auch 15 €, da habe ich den Familienaccount und teile mir das mit ein paar Familienmitgliedern. iCloud habe ich das große Abo, da ich damit meine YouTube-Videos filme und so, und das muss ich ja alles immer hochladen in die iCloud und so. Deswegen brauche ich da ein bisschen mehr Speicherplatz. Und Sport ist jetzt neu, kostet 50 €. Das ist so ein Vertrag, den ich über meine Mutter abgeschlossen habe. Die hat so ein Firmen-Fitnessprogramm, mit dem man auch zum Beispiel Boulderhallen kostenlos nutzen kann, alle Schwimmbäder kostenlos nutzen kann und spontan in verschiedene Fitnessstudios in Deutschland halt gehen kann, die dann auch beispielsweise eine Sauna haben. Und das ist für mich ziemlich praktisch, da ich halt öfter auch mal zu meinen Eltern zu Besuch bin und das ist ein bisschen weiter weg von hier. Und eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft an sich ist ja auch, wenn es ein besseres Fitnessstudio ist, auch teurer. Und da ich auch einmal im Monat ungefähr mit meinem Freund bouldern gehe, kostet auch immer 9 € oder so, ist auch in dieser Mitgliedschaft drin. Deswegen habe ich mir überlegt, dass es sich auf jeden Fall lohnt für mich, die 50 € auszugeben. Und dafür werde ich nämlich mir in Dates hier beispielsweise ein bisschen geringeres Budget geben, da ich das ja sonst damals immer aus Dates bezahlt habe. Bei den Sinking Funds 1 habe ich insgesamt 63 €. Da schauen wir uns auch mal an, wie das aufgegliedert ist. Und zwar habe ich einmal meinen Semesterbeitrag. Das kostet 57 € pro Monat. Und dann habe ich noch diesen Skiverein mit 6 €, sodass ich dann insgesamt wieder bei 63 € bin. So, dann können wir mal die gesamten Fixkosten ausrechnen. 496 €, ist ja ein bisschen teurer geworden dann zu letzten Monat. Danach überlege ich mir immer, wie viel ich investieren möchte. Und ich habe mich jetzt diesen Monat entschieden, insgesamt 250 € zu investieren. Und da ich den Großteil immer in die ETFs packen möchte, habe ich mich dazu entschieden, hier 200 € reinzusparen. Und hier 50 €. Ich wollte ja immer mindestens 10% von meinem Einkommen sparen. Und da das ja durch sonstige Einnahmen diesen Monat noch hochgehen kann, habe ich jetzt erstmal mit 250 € angefangen. Bis jetzt wären wir bei 14%.
So, dann können wir mal ausrechnen, wie viel noch übrig ist. Und zwar 1740 minus 250 minus die Fixkosten sind noch 994 Euro übrig. Machen wir weiter mit den variablen Kosten. Da bin ich ja letzten Monat mit 311 Euro hingekommen. Ne, 319 Euro. Und möchte das auch ungefähr wieder so planen. Also die Lebensmittel haben ja gut gepasst. Da plane ich mit 180 Euro. Tanken plane ich mit 80 Euro. Bei den Dates mache ich jetzt ein bisschen weniger. Also 10 Euro weniger, also 30 Euro. Bei der Drogerie 20 Euro. Und ich hoffe, dass ich das mal schaffe. Letzten Monat bin ich ein bisschen eskaliert. 10 Euro und Sonstiges, damit man mal auch Porto oder sowas bezahlen kann und dann nicht direkt ins Minus kommt. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr für Porto oder sowas ein extra Budget habt oder wie ihr das macht. Weiß ich nicht, warum ich von den 180 jetzt alles abziehe. Muss ich natürlich addieren. 30, 20, 10. Bei der Drogerie wollte ich mir nur 15 Euro geben. Das heißt, ich bin hier dann bei 315 Euro. So, und dann werden wir schauen, wie es im Monat läuft. Und hier kommt dann die Differenz hin. Hier übertrage ich jetzt erstmal die Zahl aus dem Vormonat. Bei den Sinking Funds waren das 3.406 Euro, die übrig waren. Das ist dann hier der Anfang. 1.740 Euro hatten wir. Meine Fixkosten sind 496 minus investiertes Geld minus variable Kosten. Sind noch 679 Euro übrig. Und jetzt schauen wir uns die Sinking Funds 2 an, wie viel wir da reinpacken werden. Starten wir einfach mal vorne. Bei der Freizeit brauche ich natürlich wieder ein bisschen Geld. Und da ich ja letzten Monat ins Minus gegangen bin, weil ich nur 40 Euro reingepackt habe, würde ich sagen, wir packen diesen Monat mal 60 Euro rein. Dann kommen wir zur Wohnung. Hier brauche ich ja auch wieder einen Puffer. 50 Euro. Wir werden ja umziehen im Laufe des Jahres und deswegen denke ich, ich brauche hier auf jeden Fall noch ein bisschen Geld. Aber wir werden natürlich alles aus dieser Wohnung übernehmen in die neue Wohnung. Wir müssen an der Küche dort ein bisschen was ändern. Aber grundsätzlich ist es nicht so teuer wie unser Einzug in diese Wohnung, wo wir jetzt wohnen, weil da mussten wir ja so gut wie alles neu kaufen. Dann kommen wir zu Geschenke. Da mache ich auch 50 Euro rein. Bei Humankapital wollte ich das Ganze aufrunden. Also packe ich 8 Euro rein, dann haben wir 70 Euro drin. Der Monat ist ja auch ein bisschen kürzer jetzt, der Februar. Packt ihr euch denn kleinere Budgets ein oder lasst ihr alles, wie es ist? Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Beim Auto möchte ich auch nochmal 20 Euro reinpacken, damit ich auf 50 Euro bin. Wünsche mache ich nur das Geld rein, welches ich geschenkt bekomme. Das bedeutet, das wird nicht aktiv bespart. Beim Urlaub möchte ich auch wieder auf die vollen 300 Euro. Bei der Gesundheit kommen 15 Euro dazu, sodass ich hier wieder bei 20 Euro bin. Das ist immer ein guter Betrag für mich. Beim Skifahren habe ich überlegt, da 19 Euro reinzupacken, sodass ich dann auf 70 Euro bin. Dann kommen wir auch schon zu denen, die ich ein bisschen regelmäßiger besparen will. Da ist es ja immer so, dass ich bei Kleidung jetzt jeden Monat 30 Euro reinspare, egal was kommt. 53 Euro sind dann da drin. Und bei Spenden kommen jeden Monat 5 Euro rein, sodass ich jetzt schon auf 10 Euro bin. Weihnachten versuche ich auch jeden Monat 20 Euro reinzupacken, sodass ich jetzt hier auf 40 Euro bin. Und Technik kommt nichts rein erstmal. Jetzt rechne ich nochmal alles zusammen, was ich reingepackt habe. 286 Euro. Und vielleicht erinnert ihr euch am letzten Monatsabschluss, da habe ich gesagt, dass mein Notgroschen ja noch nicht voll war wieder. Ich wollte den ja jetzt wieder auffüllen. Und deswegen werden insgesamt 355 Euro in mein Notgroschen reinwandern. Sodass ich insgesamt hier 641 Euro reinpacke. Sodass ich auf 4.047 Euro bin und davon sind 3.000 Euro der Notgroschen. Sodass ich 1.047 Euro in meinen restlichen Sinking Funds habe. Genau, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, dass ich meinen Notgroschen jetzt wieder endlich voll machen konnte. Und die 3.000 Euro versuche ich auf gar keinen Fall anzurühren. Aber wenn Notfall passieren würde, dann würde ich dieses Geld auf jeden Fall verwenden.
Und genau, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch meinen Kanal, um mein Cash-Stuffing nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Aufsetzen von eurem Februar-Budget und hoffe, der Monat läuft super für euch. Bis dann!